Hallo, liebe Deutschlernende. Ja, es gibt dieses Phänomen bei manchen Menschen, dass sie, wenn sie bei der Arbeit sind, dann sind sie bei ihrer Familie. Und wenn sie bei ihrer Familie sind, dann sind sie bei der Arbeit. Was meine ich damit? Nun, sie denken immer an eine andere Tätigkeit, anstatt an die Tätigkeit zu denken, die sie gerade im Moment machen. Ja? Ich plane meinen Tag selbst und ich habe in letzter Zeit mitgekriegt, dass das bei mir auch manchmal so ist. Und jetzt versuche ich, was ich machen kann, um vielleicht meinen Terminplan nicht so strikt zu machen, sodass ich mir mehr Freiheiten nehmen kann oder mehr freier entscheiden kann, wann ich was machen möchte, sodass ich wirklich immer genau das machen möchte, was ich auch in dem Moment, dass ich immer genau machen kann, was ich auch in dem Moment machen will. Ja? Und ich weiß nicht, ist es bei dir auch so, dass du, wenn du eine Tätigkeit ausübst, ja, wenn du etwas machst, dass du dann eigentlich an etwas anderes denkst, ja? Also wenn du zur Arbeit gehst und dann auf Arbeit bist und arbeitest, denkst du dann auch viel an die Arbeit oder bist du ganz woanders? Ja? Bist du vielleicht bei deiner Familie, ja? In deinen Gedanken? Und wenn du mit deiner Familie etwas unternehmen möchtest, passiert es dir dann auch, dass du dir denkst, ah, auf Arbeit, da müssten wir noch das und das machen und mir fällt jetzt noch was ein, was ich morgen auf Arbeit machen muss und passiert dir das auch? Weil bei mir ist es manchmal so, dass ich ich mache etwas an der Webseite und dann denke ich mir, jetzt möchte ich aber essen oder jetzt möchte ich aber mich entspannen oder und andersrum, wenn ich esse, dann denke ich mir, jetzt würde ich aber ganz gerne arbeiten und so weiter. Ja? Mir geht das abends oft so. Ja? Abends denke ich manchmal, jetzt möchte ich eigentlich richtig viel arbeiten, aber ich denke mir, aber ich will ja auch rechtzeitig ins Bett gehen, ja? Und das ist die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit. Und ich denke, ja, alles, was wir machen können, um möglichst im Moment zu sein, ist gut, ja? Also, je mehr wir tun können, um im Moment zu sein, desto besser. Und ich experimentiere selber gerade damit und stetige Verbesserung, immer besser, immer effizienter, immer wachsen. Ja. Das ist das A und O. Ja, ich bin gespannt, was du über dieses Thema denkst und wie immer, bis morgen. Tschüss.